Willkommen, vielen Dank, für, dass wir jetzt die letzten Lightning Talks heute machen. Ich bin Seth Fischer, Tonne Wand ist nicht hier. Die Lightning Talks werden auch gestreamt und aufgenommen. Also wird das Ganze nachher wie live auf im Fernsehen sein. Für das Publikum, falls ihr Fragen habt, dann geht bitte zum Mikrofon. Wir haben die nette Uhr hier, die die 5 Minuten zeigen, die regulieren, wie lange ein Lightning Talk gehen soll. Die ersten 3 Minuten sind grün, danach geht's gelb und danach wird's rot, je nachdem, wie viel Zeit man noch hat. Die Sprecher können das auch sehen. Für die Sprecher, wenn es ihr dran seid, dann kommt bitte hinter die Bühne und bereitet euch vor, auf die Bühne raufzukommen, um schnell mit dem Sprecher euch austauschen zu können. Und dann legen wir los. Und wir fangen an mit Tom, der über Apple Chargers sprechen wird. Danke, hi. Nee, ist der Folie, da wir nur 5 Minuten haben. Es gibt ein weltbekanntes Problem mit den Apple-Aufladegeräten, insbesondere mit den Geräten der ersten Generation. Es gibt eine ziemlich simple Reparatur. Und man kann das per Formel ausrechnen. Man nimmt einfach die schlechte Kabelqualität, dann die falsche Aufwicklung und multipliziert das mit der Zeit. Und dann, wie man das hier auf dem auf der Folie sehen kann, so sieht das dann halt aus. Next slide. Dann ist auch das Problem, wie kann man das Aufladegerät öffnen. Das hier ist ein Foto von iFixit. Man kann sehen, wie jemand versucht mit einem Schraubenzieher Ladegerät aufzumachen. Man kann sich halt vorstellen, wie danach das Ladegerät aussieht, und es ist relativ teuer, 75 Euro. Und ihr könnt jetzt hier einen anderen Weg sehen, wie man das öffnet. Nehmt einfach eine Zange und zwingt es auseinander. Es ist nicht leicht. Man braucht dazu eigentlich eine dritte Hand. Es muss also noch einen anderen Weg geben. Das ist der Grund, warum ich den Apple Cracker erfunden habe. Sieht aus wie das hier. Applaus. Es ist eine kleine Schraubzwinge. Ich habe eine bei uns im Hackerspace, sodass ihr euch das auch im Detail ansehen könntet. Das ist ein kleines Gerät, das wir benutzen könnten, um das Ladegerät zu öffnen. Erst das Kabel abschneiden, in den Cracker das hineintun. Es hat so ein paar Aussparungen auf der Rückseite. Die Aussparungen passen genau in die Ecken von der Zwinge rein, damit man die Kraft ansetzen kann. Dann werden die Muttern mit einer Schraubenschlüssel gedreht. Dann kommt der Deckel ab und kommen die Plastikclips, und dann noch etwas mehr Kraft anwenden und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Dann kann man es von Hand öffnen. Dann wird dieses Teil abgemacht, man muss das ein bisschen säubern. Dann tut ein neues Kabel durch. Das ist eine Distanzbeschreibung. Dann wird ein Schrumpfkabel vorbereitet. Dann wird das PVC sauber gemacht mit einem. Dann werden die nächsten Kabel draufgelötet. Dann sind wir schon fast fertig. Dann tust du das kleine Plastikding wieder zurück.
Und zur Zugentlastung wird da noch ein als kleinen Schuss noch drauf getan. Man setzt es wieder zusammen. Man kann es auch noch mit PVC-Klebe dann wieder zusammenkleben. Dann noch mit einer Schraubklemme, dann wird das zusammengehalten und es ist fertig. Danke. Ich habe bisher ungefähr 20 Ladegeräte damit repariert im letzten Jahr. Wenn du also ein Apple-Ladegerät hast und möchtest es auf vernünftige Art und Weise geöffnet haben, um es repariert zu bekommen, dann komm einfach ins belgische Village und nach den Lightning Talks und da kann ich euch helfen, das zu öffnen und dann kannst du die Reparatur selber machen. Irgendwelche Fragen? Applaus. Der nächste Sprecher ist Wigger Wild, welcher über das, ich habe es nicht ganz verstanden, sprechen wird. Guten Nachmittag, mein Name ist Dr. Vera Wild und es ist mir eine Ehre, hier zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr diese Zeit mit mir teilt. Es geht mir um verschiedene Paradoxe im Zeitalter von Massenüberwachung, also zentralisierte Macht ist gefährlich. Und aber wir wissen auch, dass dezentralisierte Systeme produzieren die am effizientesten aggregierte Ergebnisse. Das sehen wir auch an demokratischen Prozessen. Und deswegen müssen ich möchte über das Dark Web sprechen, also das dunkle Internet, das verteilt ist, also ein anderes Web, denn im Darknet kann man alles über sich sagen, was man will, zum Beispiel über die sexuelle Orientierung. Und es ist möglich, Leute zu unterrichten, die über Themen zu unterrichten, die in bestimmten Ländern verboten sind und man kann zum Beispiel in repressiven Regimen kann man Sachen machen. Dort das Government kann natürlich, die Regierung kann dieselben Werkzeuge benutzen, um Leute zu finden, was zum Beispiel in Syrien passiert ist. Es ist also für die Oppositionellen unter solchen Regimen brauchen weitere Netzwerke, auf die sie ausweichen zu können. Und sie brauchen zum Beispiel auch Bitcoin, und wir brauchen eben auch den Schmetterlingseffekt. Der Schmetterlingseffekt ist ein Symbol für Chaos. Das kleine Auswirkungen, große Veränderungen in der globalen Security bewirken kann. Ich versuche wieder. Zum Beispiel, wenn man an die Beispiele Gandhi oder andere nicht regulär. Okay. Wow, der Talk ist wirklich schwer. Okay, kurze Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Es ist wichtig, dass man weitere Security-Tools benutzt, wie POR, PGP, zusammen mit Büchern, wichtige Bücher, Koran, Bibel, Shakespeare.
Um den Leuten eben zu helfen und die Welt eine bessere Welt zu machen, eine sicherere Welt zu machen. Wenn ihr euch über diese Informationen informieren möchtet, kontaktiert mich. Ja, das war's. Danke. Vielen Dank. Der nächste Talk ist Nito über dezentralisiertes Paket signieren, also signieren von Netzwerkpaketen wahrscheinlich. Okay. Vielen Dank. Ich möchte ein paar ich möchte über Linux-Distributionen sprechen, was richtig ist und was falsch ist. Heutzutage hat man einige Linux-Distributionen, zum Beispiel Debian oder CentOS oder Red Hat. Und man hat einen zentralen Server, der die Pakete signiert. Und der Client holt sich den Public Key von dem Server und man kann jedes Paket verifizieren, ob die Signatur echt ist. Man lädt die Pakete von einem Mirror runter und für jedes Paket verifiziert man die Signatur. Das Problem ist, wenn man einen starken Angriff hat, wie ein Geheimdienst, wie die NSA oder die Chinesen oder die Russen, könnt ihr euch aussuchen, dann sind sie vielleicht dazu fähig, den Server zu kompromittieren oder die Pakete zu kompromittieren. Es kann auch eine technische Maßnahme sein, der Server kann gehackt werden mit einem Zero-Day oder Special-Exploit, von dem niemand was weiß. Oder man kann halt einen menschlichen Faktor wie Social Engineering benutzen. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die ganzen Freiwilligen halt Freiwillige gesucht werden und dann kann man Leute einfach dahin schicken, die das Ganze unterwandern. Oder man kann es mit Gesetzen so machen, dass die Leute gezwungen werden, ihre Keys herauszugeben. Lasst uns annehmen, dass der Angreifer stark genug ist, diese Dinge zu tun. Sie haben in der Regel Zertifikat, also sie haben auch Zugriff auf Zertifikatautoritäten und können deswegen Man-in-the-Middle-Angriffe über SSL machen. Okay. Wie sieht die Attacke aus? Man hat einen Client, man will sein System updaten, man klickt auf Update, man lädt die Pakete vom Mirror runter und der Angreifer, soweit wir das von den Snowden-Leaks wissen, hat einen Server nahe der NetBackbone und somit kann er schneller antworten als der eigentliche Server. Und sie können SSL brechen, sie haben halt bestimmte Schlüssel oder SSL wird vielleicht gar nicht erst benutzt. Und selbst wenn ihr den Schlüssel für ein signiertes Paket habt, dann senden sie einfach die falschen Daten schneller. Was können wir jetzt machen? Eine Lösung wäre, dass wir halt nicht nur einen einzelnen Server haben, sondern mehrere Server, die die Pakete signieren. Zum Beispiel Bitcoin benutzt. Also wir brauchen sowas wie 5 bis 7 Server, abhängig von den Umständen. Und man kann die Server von der ganzen Welt auswählen. Und dadurch kann man Rechtsprechungsattacken verhindern. Aber natürlich kann ein Angreifer von verschiedenen Orten kommen. Und also deswegen, wenn das alles dezentralisiert ist, kann nicht eine einzelne Regierung solchen Angriffe durchführen. Wir können natürlich dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Und sie wissen halt, wie man Leute davon abhält, die Sachen zu kriegen. Also anstelle einem einzigen Server haben wir halt mehrere Server und man geht halt um den ganzen Globus, um es zu signieren. Es wäre natürlich deutlich, also etwas langsamer, aber nur minimal. Und
es ist etwas kompliziert, das zu implementieren, aber sobald wir es gemacht haben, sollte es funktionieren. Wenn ihr noch Fragen habt, nichts. Keine Fragen, vielen Dank. Der nächste Vortrag ist von Victor Norpert, der über Protocoder spricht. Ich möchte ein bisschen von meinem Projekt präsentieren, in dem ich für 2 Jahre arbeite. Das ist ein Open-Source-Projekt für Android, das sich ein bisschen von den anderen unterscheidet. Ich denke, viele haben von euch was mit Android schon versucht. Es funktioniert ungefähr so. Ich kann das nicht lesen. Du hast zum Beispiel. Möchtest zum Beispiel Android Studio downloaden, dann musst du Java runterladen. Dann musst du das SDK herunterladen. Ich bin jetzt ein bisschen blind. Dann hast du den Source Code, den du im Tutorial hast, holen. Und dann musst du das XML für das Layout holen. Und dann muss man Play und Compile machen und dann musst du warten und warten. Ich glaube, das ist es irgendwie ein bisschen altmodisch so zu arbeiten. Wir könnten Sachen etwas besser machen. Wir haben das Jahr 2015 und können das ein bisschen besser machen. Und ich habe Protocoder erzeugt. Das ist eine Applikation, die du nur auf deinem Telefon installierst. Die hat einfach alles. Und hat eine Mi-Cloud mit auf mehreren Servern, die du mit deinem Browser, auf die du mit deinem Browser zugreifen kannst. Du benutzt es eigentlich nur auf deinem Phone. Du kannst die Art von Code schreiben. Ich gebe dir ein Beispiel, wie man Code in Android schreibt mit Protocoder. Es ist JavaScript, relativ simpel. Du musst nicht besonders verbosen Code schreiben, wie in Java. Ich habe hier 2 weitere Zeilen hinzugefügt. Man hört jetzt Gepiep aus dem Mikrofon. Das ist meine Android Hello World Version mit Protocoder. 4 Zeilen. So sieht das aus auf der Folie. Oder wie es aussehen sollte. Meins sieht jetzt ein bisschen anders aus. Du hast eine App, wo alle deine Projekte und Beispiele sind. Und auf der anderen Seite hast du den Editor. Es kommt mit einer ganzen Menge Bibliotheken, Net für Network, WebSockets, HTTP-Request, OSC-Control, Support für Serielle, 2 Zeilen Code kannst du mit Bluetooth kommunizieren, Support, Bluetooth 4 Support. Du hast Pure Data Support. Du hast Verarbeitung, das ist eine virtuelle Language Processing Support. Das Protokoll ist Open Source mit JavaScript. Es funktioniert nicht mit WebView, es läuft mit Java, aber mit einem Interpreter. Es benutzt keine Cloud, weil du gibst deine Daten zu anderen Leuten und dann du hast hier auf deinem Gerät eine Mini-Cloud und du kannst mit USB und Wi-Fi coden und arbeiten. Ja. Wenn du das dir anschauen möchtest, wir haben hier eine Website und ein Repository.
Und ich würde Leute gerne einladen, auf diesem Abenteuer mich zu begleiten. Und hier sind meine Adressen, über die ihr mich kontaktieren könnt. Schönen Dank. Es gibt noch Fragen für Fragen. Weitere Fragen? Nein? Danke, vielen Dank. Nächster ist Becher, der über sein Dorfabenteuer erzählen wird. Oder was auch immer Village jetzt bedeuten mag. Hallo, ich bin Vesna. Das ist meine neunte große Hacker-Conference. Seit 1979 war ich zum ersten Mal auf so einer Konferenz. Und das, was ich am meisten mag, ist die Seen, die Wälder, die um das Camp herum sind. Warum mache ich meine nächste Hacker-Konferenz nicht selber? Also warum organisiere ich die nicht selber? Also lade ich euch ein, lade ich euch zu meinem Village ein, um dort ein Abenteuer zu haben. Es ist nächstes Jahr, es ist strategisch positioniert zwischen dem CCC-Camp und dem Camp, das in 2017 ist. Es ist Teil einer großen Geschichte mein Langzeitziel ist es, eine große Gesellschaft von Hackern und Leuten, die die Natur mögen, zu schaffen und Leute, die aus den Städten raus wollen und den Geist das ist eines der ersten Schritte, um dieses Ziel zu erreichen. Das Dorf ist in den Bergen, das ist in der Mitte von nirgendwo. Die Pläne sind dafür noch nicht so konkret. Was wird dort passieren? Was wird also alles von einfach dorthin kommen, die Unkonferenz, eine Sauna zu bauen. Jedes Projekt, das ihr haben wollt, das ihr vortragen wollt oder ein Mesh-Network aufbauen. Das ist, wie es aussieht dort. Wir waren dort letztes Jahr, um zu sehen, was dort ist. Und es ist wirklich schön, auch wenn es eine ganze Menge Arbeit ist. Wenn ihr dorthin wollt, dann könnt ihr dort kostenlos campen. Es gibt dort ein altes Farmhaus beim Nachbarn und Ställe und also ziemlich ähnlich wie hier mit schweren Holztischen und alten Werkzeugen. In einem von diesen Häusern ist auch eine Küche und ein Bad und Elektrizität. Und viele haben natürlich trotzdem zu campen. Also, so hat es ausgesehen, als wir da waren. Das war bereits ein kleines Familientreffen. Und was können wir dort tun? Wir können eine Unkonferenz haben, wo Leute sich gegenseitig was beibringen. Wir können wildes Essen zusammen sammeln und Heiling-Kräuter kriegen. Ich bin eine Art Amateurexperte da drin. Und da sind da auch viele Selbstversorgungsdinge, die man tun kann. Und die Natur genießen, rumlaufen, meditieren, Yoga machen. Es hängt davon ab, welche Leute zu kommen. Das ist ein Bild, was man erwarten kann. Es gibt wundervolles Essen, es gibt Pilze, Erdbeeren. Das ist, wo es ist. Es ist in Europa, aber gerade noch. Und das sind andere Aktivitäten. Sie sind relativ nah vom Geburtstag von Nikola Tesla. Aber die Installationen sind relativ altmodisch. Das sind die Kontaktdaten. Und ich werde euch mit diesem letzten Slide noch einige Eichhörnchen zeigen, weil sie das am meisten motivierende Sache ist, die es auf dem Internet gibt. Und sofern da noch Fragen sind, wir haben immer noch etwas Zeit. Applaus.
Die Slides sind schon hochgeladen worden. Eine Frage. Wie viele Gäste erwartet ihr? 20, 30 oder 50 Leute? Der nächste Talk ist über die Gesichter von Hackern. Hi. Mein Name ist Matteo. Seit 2005 mache ich Fotos von Hackern auf europäischen Events. Es kann sein, dass ihr mich schon gesehen habt auf den letzten Camps, weil ich diesen großen Schirm mit den Lichtern habt. Vielleicht habe ich auch schon Bilder von euch gemacht. Ich habe hier ein Projekt, das heißt Lombrosity. Cesar Lombroso war ein chilenischer Kriminalforscher. Er hat theoretisiert, dass es etwas wie einen geborenen Kriminellen gibt. Ja. Und er konnte verschiedene Arten von Verbrechern identifizieren an gewissen Fehlern und medizinischen Kennzeichen, und er konnte zum Beispiel die Ohren eines Diebes und die Nase eines Schwindlers haben. Und ich weiß, das hört sich verrückt an. Es wurde im 18. Jahrhundert benutzt, um Kriminelle zu identifizieren. Im Jahre 1889 wurde ein Buch veröffentlicht, das war noch schräger, ein Buch über künstlerische Genies, und es war so eine Art Form von mentaler Störung. Und er hat sehr ausgedehnt das Thema von Gesichter behandelt. Und ich habe jetzt also viele Hacker mit Fotos fotografiert, und ich habe versucht herauszufinden, ob es bei Hackern eine Art gemeinsame Gesichtszüge gibt. Abgesehen davon, dass das ziemlich großartig ist und einer großen Diversität, aber scheint eher keine Gemeinsamkeiten zu geben. Aber immer wenn man Hacker mit einem bestimmten Physiognomie und einem bestimmten Licht fotografierst, abgesehen davon, dass es ein bisschen mehr Männer als Frauen gibt, obwohl sich das seit 2005 ein bisschen verändert. Sogar die Bilder auf diesen, die Bilder sind irgendwie dankbarer für Frauen seitdem. Wie umfangreich ist diese Sammlung? Wir haben fast 8000 Bilder, mehr als fast 8000 Kilometer gereist für 500 Gesichter. Ich glaube, ich habe die zweitgrößte Sammlung von Porträts von Hackern. Die Größe ist wahrscheinlich beim NSA gelagert. Ihr seht, es gibt eine gewisse Gemeinsamkeit in den bei Hackern. Schaut ihnen in die Augen. Ja, ihr seid eine ganz böse Person. Nein, die Augen. Ich mache jetzt keine Scherze. Wenn ihr euch diese Fotos anguckt, geht auf die Webseite, schaut euch das an. Ihr findet relativ interessante Gesichtszüge, dass bei den meisten eine extreme Neugier ist erkennbar auf den Fotos. Ich bin ein guter Fotograf. Das sind großartige Leute, aber schaut euch die Augen an. Schaut euch den an. Er hatte jetzt keinen Sex mit einem Schlumpf. Das ist jetzt einfach nur ein gefärbten Bart. Der heißt Dante.
er gehört zu einem Center hier. Einige von den Hackern sehen recht gut aus. Hier ein Beispiel. Mein Foto ist nicht so schön, deswegen habe ich das Foto und nicht eins von mir genommen. Ne? Die sind alle unter dem Creative Commons, weitere Leute hier. Es wird eine Ausstellung geben, die wandert und die ich auch auf der Expo 2015 oder 2016 präsentieren möchte. Schreibt mich an, dann könnt ihr Bilder sehen oder ich kann auch Bilder von euch machen. Kommt zu mir, ich mache dann auch kann auch Fotos von euch machen in der italienischen Botschaft. Einfach so, wie ihr seid. Ich mag alle Art von Gesichter. Kommt zu mir. Dankeschön. Applaus. Der nächste Talk dreht sich um ORWL. Hallo? Könnt ihr mich hören? Nein. Könnt ihr mich hören? Nein. Ist es okay? Okay. Okay. Mein Name ist Olivier. Ich lebe in San Francisco und ich bin hauptsächlich Hardware-Typ und das ist mein erstes Mal, dass ich auf dem Camp bin und ich bin echt fasziniert von dem Camp, was ich hier gesehen habe. Es ist echt toll, hier zu sein. Heute zeige ich euch ein Projekt. Wir machen Hardware für Kunden und wir versuchen, dass wir wollen als Hardwarehersteller ebenfalls für Privatsphäre eintreten und Produkte herstellen, die euch helfen. Wir haben diesen Computer designt. Er hat zwei Schlüssel und man kann den Computer nicht benutzen, ohne die Schlüssel zu haben. Das ist der Prototyp eines solchen Computers. Um diesen Computer zu benutzen, muss man diesen Schlüssel benutzen. Wenn man in der Nähe ist, kann man damit arbeiten. Wenn man 10 Meter entfernt ist, dann lockt er automatisch aus und ein Lockscreen kommt. Wenn das Gerät weggehoben wird, dann schaltet er sich aus ab. Oder wenn es irgendwie durchgerüttelt wird, dann schaltet es sich auch ab. Und unter Umständen kann es auch die ganzen Daten automatisch löschen. Das ist ein richtiger Computer. Drin ist x86 Plattform mit Skylight. Da ist auch ein sicherer Mikrocontroller drin. Wir haben einen USB-Input für Tastaturen. Wir haben auch einen HDMI-Anschluss. Das ist das, was drin ist. Das ist wirklich eine HDMI-6-Plattform. Es ist völlig sicher und es nutzt ein dynamisches Mesh. Ich kann die Details später erklären. Das Gerät wird alle SSD-Keys löschen, wenn damit herumhantiert wird auf unangebrachte Weise. Nächste Folie. Das ist, wie es intern aufgebaut ist. Es ist wirklich eine x86-Plattform. Und auf der Rückseite sieht man, kann man halt bis zu 12 GB SSD-Slots reinpacken. Und der Schlüssel ist verschlüsselt. Das ist die generelle Architektur. Es gibt drei Komponenten. Es gibt den Access Point, es gibt den sicheren Controller und der vollständige Computer. Und das Ziel ist, dass wir dem Computer vertrauen können. Wir haben das entwickelt, um für nicht
für freie Organisationen entwickelt und für Journalisten. Unser Ziel ist, das alles Open Source auf Open Hardware zu haben, so dass die Leute damit machen können, was sie wollen. Und viele Leute haben verschiedene Ideen und wir wollen gerne auch mehr von unseren Nutzern hören. Wir versuchen herauszufinden, Schlüsselprojekte zu unterstützen und wollen mehr Entwicklung unterstützen. Wenn ihr eine Idee habt, was man entwickeln könnte, dann kann ich euch mehr Details geben. Nächste Folie. Das ist, wo ihr mich kontaktieren könnt. Da sind auch einige einfache Spezifikationen zu der Hardware. Wir sind noch in der Prototypphase und deswegen haben wir noch nicht ganz so viele Daten. Und wir versuchen dazu, auf die nächste Stufe zu kommen und mehr Teilnahme zu ermöglichen. Und wir können halt nicht so viel Software machen, wir sind eher Hardware-Leute. Das ist es. Ich werde weiterhin hier sein bei der, auf der französischen Botschaft. Und da ist noch eine Frage. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Seid ihr auch in Kontakt gekommen mit einem weiteren Projekt, mit Cryptotech.is, welches ähnliche Ziele verfolgt? Nein, ich bin eher relativ neu zu dieser Gemeinschaft. Ich versuche, mit den Leuten zu sprechen, ich versuche, das alles zu verstehen, aber ich bin noch nicht so vertraut damit. Vielen Dank dafür. Der nächste Talk. Das ist jemand, den wir gestern schon gesehen haben. Defect 99. Vielen Dank. Mein Name ist Michael. Gestern war ich auf dieser Bühne. Das ist meine Natur. Ich liebe es, im Rampenlicht zu stehen. Und der CCC ist für mich eine große Erfahrung zum Lernen. Und ich habe gerade festgestellt, dass der Intellekt ist eine ziemlich bewegliche Gerät und wir haben noch kein Mikroskop in unser Gehirn gebaut und wir verstehen einfach noch nicht so gut, wie unser Gedächtnis und unser Gehirn funktioniert. Es ist halt, zu meinem Wissen, wissen wir eigentlich nicht, was dort auf submolekularen Ebene passiert. Prinzipiell, das menschliche Gehirn ist sehr flexibel und wir haben großes Potenzial, uns zu entwickeln. Meine Lungen sollten zum Beispiel mehr Sauerstoff. Und wenn ich laufe, dann kann ich mehr Sachen machen und ich kann auch besser lernen und Lernen ist auch selber für sich wichtig, um die verschiedenen Kulturen, Hintergründe kennenzulernen, um die verschiedenen Orte zu besuchen. Und dies ist der Ort, wo wir, wenn wir lernen, miteinander zu reden, dann ist das eine starke Veränderung. Also zum Beispiel, wir sprechen nicht über Drecks, Sex, Drogen und Geld. Ich will nicht meine Eltern erklären, wie man halt Sex... Okay, sorry, hab mich verheddert. Ich mach weiter. Das Projekt, über das ich gestern gesprochen habe, Genesis, es ist ein langfristiges Ziel, eine langfristige Mission. Ich möchte mich mit meinem Körper beschäftigen und ich will 150 Jahre alt werden. Nur wenn man sich einfach mal anschaut, was die Technologie, die technische Entwicklung hergemacht hat. Das erste iPhone wurde etwa 10 Jahre entfernt worden,
veröffentlicht worden. Und wir haben vor 60 Jahren einen Menschen auf den Mond gebracht. Ich bin mir sehr sicher, dass wir 150 Jahre Lebenszeit erreichen können. Sobald ich 60 bin, also das sind natürlich Vermutungen, aber eine andere Mission von Genesis ist, und das ist eine sehr langfristige Vision, ist die, das Überleben der menschlichen Spezies wegen, aufgrund Sachen wie globale Erwärmung oder wenn ein Meteor die Erde trifft. Wenn wir halt länger leben wollen, also auf einem kosmischen Skala wie Milliarden von Jahren, dann müssen wir uns verteilen. Und ein Grund für das Genesis ist, ein System zu entwickeln, das uns ermöglicht zu leben, sobald wir nicht mehr da sind. Ich weiß, das hört sich total verrückt an. Ich weiß, dass ich kann die Energie vom Kosmos verbinden und gleichzeitig mit dem Boden auf den Füßen stehen. Das ist der Ort, da ist kein anderer Ort, wo ich wirklich darüber sprechen kann, was ich wirklich denke, außer hier. Ich frage für nichts, also ich fordere nichts. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen und die unterstützt mich. Es ist über die Reise. Irgendwann werde ich dieses Ziel erreichen und dann werde ich wahrscheinlich depressiv werden, weil mein Ziel erreicht ist und nichts mehr zu erreicht ist. Okay, was ist, wenn ich es schaffe, 80% des Ziels, die menschliche Rasse zu erhalten, dann, okay, das war zu schnell. Geht auf die Webseite genesis.re und schaut euch das an und fangt etwas Neues an. Vielen Dank. Der nächste Talk ist eine Präsentation auch von Michael. Der Typ ist sehr hart. Bitte halt das Mikrofon so nah wie möglich an deinen Mund. Ja, halt dein. Und ich mache jetzt etwas Yoga. Innerhalb der nächsten 5 Minuten. Ich möchte eine sehr grundlegende Sequenz zeigen und das nennt sich der Sonnengruß. Immer wenn du in ein Yoga-Institution betriffst, das hier ist so eine Grundübung zur Begrüßung. Und ich möchte euch auffordern, einen guten Ort hier auszusuchen, hier in der Halle. Und ich möchte euch motivieren, hier mitzumachen. Ich tue jetzt das Mikrofon für einen Moment beiseite und dann könnt ihr sehen, das kann jeder und dann könnt ihr mitmachen. Wurde eine Yoga-Übung vorgeführt. Ihr habt gesehen, das ist nichts Besonderes, eine relativ grundlegende Übung an jedem Ort, zu dem ihr geht. Ich kenne so viele verschiedene Arten von Yoga und wenn man darüber nachdenkt, welches die richtige für mich ist, in Wirklichkeit ist es eigentlich nicht wichtig. Es ist in Wirklichkeit geht es um den Weg dahin. Ich hatte mit Yoga angefangen, weil ich ein paar Rückenprobleme hatte. Die meisten Leute von uns hier auf dem Camp sitzen vor einem Computer für eine lange Zeit. In meiner persönlichen Situation half mir Yoga einfach. Ich wurde effizienter, ich konnte effizienter arbeiten.
Es ist halt, ich kann das halt einfach grundsätzlich empfehlen, das auszuprobieren. Vielleicht noch irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Vielen Dank. Als nächstes kommt Almodóvar, wenn er hier ist. Gestern war er nicht da. Bist du da, um über die Food Hacking Base da bist, zu sprechen? Sieht so aus, als wenn wir ihn auch heute nicht sehen. Wir könnten natürlich PowerPoint-Karaoke mit den Slides spielen, aber das lasse ich einfach mal sein. Das erspare ich euch. Ist Manuel Klarmann da? Er spricht jetzt über etwas mit Klimawandel. Hi, ich bin Manuel. Okay, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin Knocke. Wusstet ihr, dass ein Drittel unserer Treibhausgase durch unser Essen zustande kommen? Das ist wirklich sehr viel. Jeder kann kochen, aber wisst ihr wirklich, wie viel CO2 in jedem Zutat ist? Wie können wir diese komplexe Zusammenhänge von Klimawandel, wie können wir das besser verstehen? Okay. Wie können wir so ein komplexes Problem in einzelne Schritte legen, sodass jeder es verstehen kann? Das ist auch, warum ich mich in Computer verliebt habe, weil ich habe mich in die Idee verliebt, eine künstliche Intelligenz zu schaffen. Ich bin die Art Person, die nicht gerne die Realität mag, und ihr denkt wahrscheinlich, ja, ich komme tatsächlich nicht gut mit Realität klar. Wenn ich klein war, hatte ich eine gute Kindheit, ich hatte nichts, worüber ich mich sorgen musste, alles war prima. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich an meine Kindheit denke, dann, wir waren eine große Familie, wir waren füreinander verantwortlich. Und jetzt müssen wir halt auch die Entscheidung treffen für die zukünftigen Generationen. Wenn man sich CO2-Emissionen durch Nahrung anschaut, dann sollten wir diese Emissionen um 50% reduzieren. Es geht auch um Ressourcen wie Wasser, Öl und anderes. Und sie werden auch runter. Und das Problem wird auch geringer, wenn wir den CO2-Ausstoß verringern. Wir können uns anschauen, was in den Prozess der Nahrungsproduktion reingeht und was rausgeht. Ich habe ein Beispiel beigebracht, eine Tomate, wenn sie halt lokal und in der richtigen Jahreszeit ist, wenn wir sie aber aus dem Ausland holen, dann ist da mehr CO2, wenn wir jetzt Asparagus anschauen, dann können wir ihn halt lokal kaufen oder wir können ihn mit einem Schiff kaufen, was keine hohen Emissionen hat, aber wenn wir es aber mit einem Flugzeug bringen, dann ist es wirklich sehr schlecht. Wenn man tierische Proteine anschaut, dann gibt es da viele Unterschiede und starke Ausschläge. Wir versuchen auch, Wir versuchen auch Milch zu machen. Außerdem brauchen wir noch viele Futter für unsere Tiere. Und
diese Sache ist, wir müssen viel mehr Pflanzen essen, um wirklich erfolgreich zu werden. Juhu, das ist die einfachste Nachricht, die man nach Hause nehmen kann. Zuallererst, esst mehr Pflanzen, zweitens und drittens, lokale ist und die, die in der richtigen Saison sind. Und reduziert das, was über Flugzeug eingeflogen werden muss. Und wir müssen noch ein Stück weitergehen. Wenn wir all diese ganzen Daten zusammensammeln und eine klimafreundliche Essens machen und ich bin Mist, ich gehe außerhalb Zeit. Wenn man einfach in ein Restaurant geht und man ein klimafreundliches Recht haben kann. Wir haben eine Gemeinschaft gegründet und wir versuchen, diese klimafreundlichen Mahlzeiten für die Gesellschaft zu machen. Wir haben eine wissenschaftliche Methode angewendet, zum Beispiel diese Karate hat 33 Gramm CO2 und wir haben wirklich vor ein paar Jahren angefangen, die ganzen öffentlichen Verantwortungen gezeigt, die Footprint von unterschiedlichen haben und wir arbeiten zusammen mit Wissenschaftlern und wir haben die Möglichkeit, diese ganzen Berechnungen wirklich genau und für jede Mahlzeit, die wir liefern, berechnen können. Und das ist unsere Datenbank. Es ist immer noch eine Herausforderung, dass wir unsere Universität überreden mussten, dass wir mit anderen Leuten daran zu arbeiten. Wir haben die Öffentlichkeit darüber informiert und wir konnten klimafreundliches Mahlzeiten in unserem Restaurant machen und es war viel Arbeit, aber es war auch ein sehr großer Erfolg. Die Universität hat uns am Anfang verboten, mit der Öffentlichkeit darüber zu reden, aber als wir das Essen aufgegeben haben, kamen die Medien von sich selber und sie waren daran interessiert, was wir gemacht haben. Es 4000 Mahlzeiten sind 2000 in klimafreundlich es gab einen wichtigen Punkt, und dann kam Kofi Annan, um über Klimawandel zu reden und wir Wissenschaftler darüber arbeiten können und wir hatten die Freundlichkeit, wir hatten mit ihm reden und wir konnten mit unserem Projekt darüber reden und er hat uns gesagt, hey, das ist etwas Großartiges, das ist nicht etwas über die Universität, sondern über die Menschlichkeit und redet allen darüber. Also haben wir uns darüber geredet, wir haben eine Software geschrieben, die macht das ermöglicht, dass jeder in die Software geht und eine Rezept da drin macht und er schaut, wie viel CO2 dafür verbraucht wird. Und das Dritte, was wir gemacht haben, ist, dass wir angefangen haben, in Restaurants zu gehen und versucht, die zu überreden, unsere Software zu benutzen, um klimafreundliche Essen zu verkaufen. Ich bin jetzt ein bisschen zu eng dabei, tut mir leid, um noch einen Schritt zurückzugehen. Es ist sehr einfach, klimafreundliches Essen zu machen. Meine Großmutter kann das, ihr könnt das. Es verbindet uns mit den Leuten, die wir lieben. Und meine Methode, meine Nachricht zu euch ist, wir können klimafreundlich essen. Wenn wir dreimal die Woche machen, dann können wir sehr viel CO2 reduzieren. Da muss kein Wunder dabei, es ist sehr wenig. Und wir können trotzdem den Klimawandel damit sehr stark angreifen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes ist Baby. Ist er da? Ja, er ist da. Oh. Hallo, ich bin Raby von The Faced. Ich werde euch erzählen, wie unsere Organisation, unsere nicht demokratische Organisation, und wir sind verteilt in vielen Ländern und ich kann darüber reden in Schwedisch und Deutsch und Niederländisch und Englisch zur selben Zeit und darum rede ich in Niederländisch. Tut uns leid, sollte er wirklich Niederländisch reden, können wir das nicht übersetzen. Okay. Es ist eine Diktatur. Also, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was er sagt. I'm sorry, I also have no idea what he says. It was not talked with us beforehand, or we could have gotten someone who could translate. Unfortunately, nobody is there.
Ich habe leider auch keine Ahnung, was er sagt. Hört einfach das Original zu, es ist relativ witzig, aber... Wir brauchen einen Untertitel. Aber es weiß niemand, ob man einen Untertitel machen kann. Dann wähle ich einen aus der Öffentlichkeit, und zwar du in der vierten Reihe, zweiten Platz. Es sollte da jemand sein, der Niederländisch spricht, bitte einfach in die Übersetzerkabine kommen, das läuft schon. Das ist Neuland. Gibt es irgendwas über Polizien? Wir haben Webseite, wir haben Internet Relay Chat, ERC, die ganzen Sachen, die man hat. Er wordt alleen gekocht als er afgewassen is. En ik was niet af. Nee. Weet je dat hoe de organisatie in elkaar zit? En volgens mij is de club ontzettend bekend onder de event. We worden altijd uitgekozen: jullie doen dat. Dat is. Sorry, if you. Correct. I also have no idea what they're talking about. He's talking about he's speaking in Netherlandish, and we have also no translator capable of speaking Netherlandish. So, are there any questions? Oder sind da irgendwelche Fragen? Das ist eine Frage? What? Was? Die Frage ist was? Und ich habe die Antwort darauf ist, ich habe etwas über unsere Organisation erzählt. Andere Fragen? Da ist noch eine Frage da drüben. Es könnte dieselbe sein. Dieser sagt in Französisch, was macht deine Organisation? Die Antwort habe ich leider nicht mitbekommen. Aber wir stimmen dazu. Ich vermute, er hat die französische Frage nicht verstanden. Wir haben noch eine Frage von da drüben. Eine Frage in der weiteren Sprache. Ich habe keine Ahnung, welche. Wir bräuchten mehr Übersetzer. Sollten Sie ein Übersetzer sein? Bitte kontaktieren Sie uns auf C3 Translate und dann können wir beim Kongress darüber reden. Wir brauchen Hilfe hier bei den Übersetzern. In diesem Kabuff da hinten einfach vorbeikommen. Wir können in. Ja, einfach reden. Okay, there is a rule for the lightning cross. You only have 5 minutes, but you can ask for two extension minutes. Yeah, well, this translator just came in, so you can listen to the two translated videos on the... No, okay. Jawel. Nou, dan kun je luisteren naar 2 vertaalde minuten. Well, when is it finished? Now, yeah, they. So we just finished. It was quite funny because most in the audience did not understand a word that was just said. It is an interesting organization. You may want to look up on the internet, but I also found no further information about them. So I'm a bit sorry that we weren't able to really translate it. All right, there is no need for networks, but this computer. Das ist ein wirkliches, grundlegendes Problem von den Lightning Talks. Normalerweise können wir nicht Geräte ausschalten,
abschalten. Darum versuchen wir das immer am Ende zu machen. Darum ist jetzt hier der letzte Vortrag und es wäre eventuell möglich. Also bitte eine Minute warten. Wir versuchen, die Sachen so schnell wie möglich durcheinander zu bringen. Aber benutze nicht das F-Wort. Also fuck wäre das F-Wort. Also vielleicht kommt jetzt auch Video. Da, es gibt ein grafisches Interface zu XRent, das ist eine Software. Da kommt gerade eine Sache, ist ein Video Operation Team. Und sie sagen, es wäre sehr schön, wenn man das X-Rent kennen würde, wenn man hier eine Präsentation vorführen möchte. Okay. Aus dem Publikum kommt die kommt eine Melodie, die wird gepfiffen. Die kenne ich persönlich von den Jahresrückblicken auf dem Kongress. Okay, jetzt wird noch ein Gerät gebracht. Okay, Entschuldigung über die Wartezeit. Ich werde über meinen Hut reden. Also, ich werde nur über dieses Gerät reden. Es ist ein... Es nennt sich Internetwürfel und ist eine tolle Sache. Ich meine... Kann ich das hier rausnehmen? Ja, das ist besser. Mein erstes Problem war, dass ich habe... Okay, jetzt war eine kurze Erklärung, wie man ein Mikrofon benutzt. Mein erstes Problem war, vertraue ich meinem Internet-Service-Provider nicht und er weiß alles, was ich mache im Internet, wenn ich damit verbunden bin. Und dieser Würfel löst einen Teil dieses Problems, weil wenn man es zu meinem Internet-Service-Provider reinsteckt, dann kann ich alle meine Verbindungen verschlüsseln, die gemacht werden. Und es versteckt, was ich mache über meine Internetverbindung von meinem kommerziellen Internet-Service-Provider. Das ist der erste Teil meinem Internetanbieter und das ist sehr toll. Das zweite ist, was ich wirklich zeigen wollte, ist, dass auf meinem Hut ist genau dasselbe Ding. Das ist ein kleiner Server, der auf dem läuft und ihr könnt das irgendwo hin einstecken und es gibt euch Zugriff zu euren Daten, zu deiner Webseite und zu, naja, was auch immer du möchtest. Unter dem Domainnamen, den man sich auswählt. Also ich kann damit verbinden, nicht damit verbinden, auf einem sehr interessanten Domainname. Very.expert. Also das bin ich, weil ich ein sehr großer Experte bin. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich empfange jetzt nichts. Ah, okay, der Server ist wirklich auf meinem Hut. Also, der Experte ist mein Hut. Und anscheinend funktioniert es nicht. Das zerstört alles. Ich bin gleich wieder zurück. Du hast noch 2,5 Minuten. Das ist nicht genug Zeit, das zu reparieren. Die Sache ist, ich habe keine Internetverbindung. Okay, also mein Hut versendet im Wi-Fi-Netzwerk, das nennt sich BeExcellent, zu diesem Web-Hotspot. Wenn man dadurch verbindet mit einem sehr guten Passwort, ich bin ein sehr großer Experte im Netzwerken, aber ich möchte nicht mit Freifunk verbunden werden, sondern mit dem hier. Okay. Ja,
Immer noch Freifunk. Mist. Okay. Nicht nur da. Das wird in die ganze Öffentlichkeit geschickt. Ja, es funktioniert. Also, jetzt. Ich bin mit meinem Hut verbunden, aber ich bin nur mit einem zufälligen Zugangspunkt verbunden in diesem Punkt, diesem Zeitpunkt. Ist es eingesteckt? Ja, denn das Netzwerk ist aktiv. Ich bin aktiv. Also es ist jetzt eine 404-Fehler. Der Kopf wurde nicht gefunden. Es sieht aus, als sei der Kopf aus, als sei der Hut, zu ein, hätte der Hut einen Timeout. Das ist nicht gut. Und ich wollte euch überraschen oder in Wunder versetzen, aber es funktioniert anscheinend nicht. Okay, lasst uns mal mit Google ausprobieren. Das ist immer eine gute Sache, oder? Okay. Und es funktioniert nicht. Okay, also lasst uns zu dem hier verbinden, zu einem echten Netzwerk. Nein. Was? Okay, tut mir leid, wir werden es sehen. Ich bin der Letzte. Oh ja, toll. Du kannst zu einer Verlängerung bitten. Ja, werde ich machen. Es ist eine Live-Demo. Ich weiß, dass es kompliziert ist, aber du machst es nicht, weil das ja einfach ist. Ah, es sollte einfach sein. Das ist der letzte Lightning Talk, also können wir damit noch ein paar Minuten länger dabei bleiben. Okay, meine Hardware-Freund ist gekommen. Oh. Also, was ich... zweiten Punkt geht, auch wenn ich jetzt nicht darauf zugreifen kann. Mein Hut hat die ganzen Daten, die, weil es eine gute Sache ist, dass es nicht im Internet öffentlich verfügbar war. Und so, ich habe meine E-Mails drauf und ich habe eine sehr coole und sehr tolle Experten-Webseite, die sollte jetzt zugreifbar sein. Und ich kann E-Mails in an diese URL empfangen, also auf diese Domain. Und die Frage ist, wie und warum machen wir das? Wie machen wir einen wirklichen Plug-and-Play-Server? Den kann man einfach einstecken und da hat seine Daten drauf. Und wenn das Netzwerk funktioniert, können wir noch ein bisschen mehr darüber reden. Der Internet Cube ist ein Internetwürfel, wo es kein Würfel ist, ist eine Sammlung von drei Sachen. Also einmal die Hardware, das ist ein kleiner Raspberry Pi und eine Kiste mit einem WLAN-Antenne dran, ein Software-Standteil, das ist quasi Debian mit freier Software, die da drauf installiert ist, die Internet-Services handelt, also wie zum Beispiel die E-Mails und also nicht nur die E-Mails, sondern auch die ganzen Dateien und die ganzen Sachen ins Internet sendet und ein Netzwerkteil. Der Netzwerkteil ist wird von einer lokalen nicht Non-Profit Internet Service Provider gehandelt wird. Danke. Obwohl ihr nicht versteht, was FFDNA ist, gibt es da einen Stand da drüben. Die Sache ist die, wir sind ein Nicht-für-Profit-Internet-Service-Provider, also ein Netzwerkbetreiber, also Internetdienstleister und wir nennen neutrales Internetzugang und die Sache über unsere ist, dass ihr wahrscheinlich die wahrscheinlich lokale Netzwerkbetreiber wahrscheinlich besser vertrauen könnt, mit dem ihr Bier trinken könnt und rumhängen könnt, als dem kommerziellen. Das ist quasi alles. Du möchtest was sagen vielleicht. Die 5 Minuten sind vorbei, ja. Ich habe eine Demo versucht, weil Very Expert eine tolle Seite war, die ich gemacht habe, aber
du hast eine Möglichkeit auf dem Kongress, mit Sicherheit. Wir werden auf dem Kongress auch einen Slot bei dem Lightning Talks für dich freihalten. Du wirst... jetzt funktioniert's. Möchtet ihr es sehen? Ja, aus dem Publikum? Come on, Internet. Was wird da? Das ist die längste Lightning Talk auf diesem Camp. Ja, tut mir sehr leid. Sehr guter Experte. Ich hätte ein Bild verbreiten sollen, um dazu tanzen zu können. Also ein GIF oder GIF oder ein animiertes Gerät. Ihr könnt alle mal schauen, ob Barrel.expert bei euch funktioniert. Also, scheint doch nicht zu funktionieren. Also noch 10 Sekunden. Ich gebe euch 2 mehr Minuten. Das ist toll, oder? Applaus aus der Runde. Habt ihr das ausprobiert? Nein, funktioniert nicht. Nam. Ich habe aber die Folien, falls ich es zeigen würde. Natürlich können wir die Folien zeigen in der Zwischenzeit. Haben wir sie ja auf dem Laptop oder soll ich einen anschließen? Ja, es ist quasi nur die Kontaktinformationen, aber nicht viel darüber, wie es funktioniert. Aber ja, bitte. Ja. Bitte anschließen. Und weg ist es. Wunderschönes Hintergrundbild. Du hast noch 45 Sekunden. Das sind deine Folien. Also die Folien. Ja, man kann es sehen. Direkt hinnehmen. Bis zum Ende und ja, hier, das ist die Webseite, wo man die Informationen herkriegen kann, was die Fehler sind oder die Bugs. Und natürlich kann man auch einfach nur fragen über diese Vorstellung oder am FDN-Stand, der eine Straße weiter ist. Und da ist eine Sache, aber nein. Das ist eine Mailingliste. Von unserer Webseite. Oder nein, ist nur ein IRC-Channel, mit dem man auch verbinden kann. Über dem Netzwerk, wir haben noch 10 Sekunden. 3, 2. Nein, die Zeit ist vorbei. Versucht mal zu very.expert irgendwann mal zu erreichen, wenn wir wieder im normalen Netz sind. Also, vielen Dank. In diesem beenden wir die heutigen Lightning Talks und auch die Lightning Talks auf diesem Camp. Vielen Platz fürs Dasein. Wenn Sie einen Lightning Talk auf dem Kongress geben wollen, bitte macht das und kontaktiert uns mit der Politik, was ihr in Politik macht oder worüber ihr eure 5 Minuten von Bekanntheit drüber haben wollt auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg. Ich hoffe, wir würden uns alle wiedersehen aber im Kongress und es war eine wunderschöne Arbeit, mit euch zusammenzuarbeiten, die Vorträge vorbereitet haben, die ganzen Organisationen zusammen gemacht haben und die ganzen Leute, die hinter den Szenen auf dem Video, an den Mikrofonen und die Leute bei der Übersetzung. Also es ist mehr als richtig, eine große Runde Applaus zu geben für diese wunderbare Arbeit, insbesondere halt auch die. Ja.